So, offizieller Anfang. Wir machen weiter. Heute mit technischen Schwierigkeiten. Du vielleicht, ich nicht. So. Oh ne, ich könnte mir noch 9000 Seelen ploppen, dann könnte ich. Obwohl 9000 Seelen ploppen ist zu diesem Spielzeitpunkt ziemlich schwierig, oder? Wahrscheinlich. Und doch, wir haben ja schon Heldenruhen. Ach, wir waren ja in Leyndell und haben den guten Stuff abgegriffen. In Heldenring waren wir, ja. Hm. Ich mit fetter Retterrüstung und Jogginghose. Ja, da bin ich ein bisschen konsistent. Was habe ich hier eigentlich für eine Rüstung an? Hast du aber Nightwall, okay. Die vom Taco Fashion, keine Ahnung. Taco Fashion? Was ist denn ein Taco Fashion? Das hört sich an wie Kick. So eine Kette hier. Ja, so. Achso. Hier, ich habe dir mal was gegeben, dafür, dass ich gerade wieder das gratis Seelen bekommen habe. Was haben wir denn? Eine goldene Rune 11. Das sind 3700 Seelen, glaube ich. So, ich brauche noch 600 Seelen. Entweder du jagst mir was oder ich ploppe hier in so eine 800er Seele. Ich gehe was boxen. Aber danach musst du eh wieder rasten, das ist ja blöd. Nee, ich blopp hier einfach so eine komische Seele und dann ist gut. So, ey, ich kann meine Flaschen noch mit einer Träne erhöhen. Davon brauche ich nur eine. Das ist doch gut, oder? Ja, super. So, was level ich denn jetzt? Mana, ne? So, Mana 24. Mana. Papi. So, wir wollen jetzt nach Karia, ne? Weil wir den ganzen anderen Biss haben wir ja. Die königlichen Ruinen. Ja, da waren. Ach, denn hier gibt's noch einen Keller, oder? Irgendwo, oh, ja. Vielleicht? Gibt's noch einen Boss. Da gibt's einen. Ja, aber irgend so einen Witzboss, ja, oder? Ja. So ein. Rollo da, aber. Aber wann das hier? Das dadurch, dass dich hier immer diese lustigen, unsichtbaren Magier angreifen. Ach, irgendwo war so ein recht auffälliges Ding im Boden. Glaube ich, ja. Ja, hier ist so ein Geist, der rumphilosophiert. Was will er denn? Ah, Iji, vergib mir, dieser königlichen Bohrmannsfan, wir hatten keine Chance. Die wurden von irgendwann überfallen, so wie es aussieht. Von den Wölfen, ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Magiefallen gefunden, also mehrere anscheinend. Das Gute übrigens an diesem Schwert hier ist, es stößt nicht gegen Wände gegen. Oh, sie droppen Herber, das finde ich super. Ah, Daku. Ich hab nur 8 Estos, das ist ja ungewöhnlich. Königliches Gespenst? Ach, das ist ein königliches Gespenster? Alter, au. Ich will ihm gar nicht so viel mit. Ah, das macht ja noch witzig überhaupt keinen Schaden. Aber Gift kann's schon, das ist ja klasse. Aber ich hab doch Zauber, oder? Oh, das ist gerade ein ganz schlechter Moment für Zauber, glaube ich. Das macht gar nicht so viel Schaden. Ja, dafür, dass ich mich gerade darüber lustig gemacht habe, ist das ganz schön stark, ne? Au. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Das Schema kenne ich mittlerweile, dass es sich versteckt und dann macht's halt, mal kommt der Gift-Dings. Daneben. Ich finde die Solo ja so lästig, ne, weil die nicht aufhören. Ja. So, komm hier. Weggeblitzdingst. Easy. Hab ich eigentlich noch so eine. Du hast jetzt weniger Lebenrune drin? So ein Debuff-Ding? Nee. Glaub nicht. Ich hab Lifepool ist einfach irre gering. Echt? Du hast nicht so viel Leben gelevelt. Also ich hab ja übel viel. Ich hab ja 30 Kraft. Warum muss ich das Kraft genannt haben? Ja. Ist es jetzt mit oder ohne Update? Das ist ohne Update. Wir haben das anstrengend gebackportet, das Ding hier. Was kann denn die Eisnadel? Die Eisnadel skaliert mit nichts, aber sie macht Frost. Also sie skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit, aber halt nicht mit Laube. Ja. Ein Schlussling aus Eis, so dünn wie ein Rasiermasten herstellt von Ijin, Schmiedekönig. 60 Frost ist ziemlich gut. Eine Menge. Ja, aber braucht 18 Geschicklichkeit, die habe ich nicht. Ja, auch nicht. Außerdem waren wir ja Waffen, die mit skalieren, mit coolen Sachen. Ja. Ja, mein anderer Char ist ja so ein Hybrid-Dings, aber das ist ja wirklich ein reiner Glaubensdodo. Obwohl, ich muss mir noch eine physische Waffe besorgen, weil das Ding hier macht nur heiligen Schaden. Das ist gegen manche Gegner, glaube ich, total kacke. Ich bin nicht ein Multicaster-Talent hier. Beim Char. Na, ich würde das mal pur machen, weil mein Geschicklichkeits-Arkan, das ist zwar ganz nice. Aber gegen Mate-Gang gibt's noch lauter Anrufen, die wirklich nur Arkan brauchen zum Zaubern. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Bobo ist da auf dich zu drangsalieren. Haben sie doch schon, ich hab die doch schon. Ich hab sie doch schon alle gerichtet. Gut. Hey, AG. Ja, das hat er noch irgendwas, was ich bei ihm für 5800 Seelen kaufen kann?
ihr eine neue Aufgabe reden? This territory once when the Rhea Lucaria Academy after leveling it, Lucarians were taken conjuring. That is why I say ich brauch doch nicht wieder Stein. Ich auch. Aber nicht. Ja. Er verkauft sogar einen Vierer, wir brauchen einen Fünfer, ne? Ja. Hat er. Aber der hat doch letztes Mal keine Vierer verkauft. Okay. Ja, wir haben noch einen Dreier. Bei ihm. Echt, hat er? Drei und vier. Okay, ich renn mal durch, ja. Und dann bis nach Karia. Warum eigentlich? Wir haben bereits den Wegpunkt, Alter. Aber oder gibt's hier oben links noch irgendwas? Keine Ahnung, mal gucken. Weiß ich nicht. Also wirklich nicht. Damit sind wir denn übrigens besser als die Kuckucksritter, die es offensichtlich nicht ins Karia-Anwesen geschafft haben. Das stimmt. Weil die sind ja irgendwie sehr dran gescheit. Hier hinten sieht's fast so aus, als könnt ihr das. Hier gibt's noch Gräber! Priester? Gratis! Gratis. Zeug. So, was, wo war ich gerade? Ach genau, wir haben das Spiel hier jetzt tatsächlich backportet. Also du kannst vom Steam-Depot Sachen runterladen. Das Problem ist, du kannst nicht einzelne Dateien, sondern nur ein Ding runterladen. Gestern hatten wir das Problem, dass ich zwar alles hatte nach 5 Versuchen. Oh, eine Riesenratte. Der Rattenkaiser. Aber Alex hatte halt nur irgendwie, da haben ein paar Dateien gefehlt. Dann habe ich sogar noch anstrengend ihm noch eine geschickt. Dann ging es trotzdem nicht und dann haben wir mal aufgegeben. Er möchte mit nach 3 Stunden. Seine Majestät angeredet werden. Der Rattenkaiser? Der Rattenkaiser. Eigentlich gibt es ihn ja nur in Dark Souls 2. Er ist der Rattenkaiser. Du hast ja nicht erzählt, der Rattenkaiser. So, da vorne noch 2. Das Beste war, glaube ich, eine 6. So. 4er. Ich hab nicht aktiv 5er. Geguckt. Ich nehme die einfach noch mit, weil die leuchten und dann muss ich sie haben. Ja, das ärgert mich auch immer, wenn ich irgendwo rumrenne und dann irgendwie zurücksehe in eine fernen Kante, dann liegt da noch irgendwie ein so ein Gegenstand, den ich irgendwie leider übersehen habe. Ja, hier ist aber sonst anscheinend echt nichts. Da unten ist Wasser. Kann man baden gehen. Ja, willst du reinspringen? Später vielleicht. Wirst du jetzt komplett zur Ente. Transformation. Zur Ente. Naja, und auf jeden Fall haben wir das dann halt zurückgeportet. Das ist jetzt die Version 1.07, die in den eigenen Orten läuft. Läuft immer noch über Steam, das Netzwerkzeug. Und irgendwie funktioniert das, ich hinterfrag das nicht. Und der Mod-Entwickler hat aber schon gesagt, dass er jetzt er hat das quasi schon hingekriegt, aber er hat noch Verbindungsprobleme, er arbeitet noch dran. Ja, und die Leute sind halt widerlich zu ihm. Aber da wir so lange nicht warten können, hatten wir heute noch einen zweiten Versuch gestartet, bevor wir den ganzen Abend dumm im Teamspeak rumstehen und nichts machen. Obwohl, wir hätten noch Valheim spielen können, nachdem ich gerade mit mühsam einen Server aufgebaut habe. Na gut, ich würde dann, wenn dann gemeinsam anfangen mit der ganzen Crew, fände ich cooler auf jeden Fall. Also, ja. Ich könnte dann da mit die Gruppe schreiben, ob wir dann vielleicht einfach morgen starten wollen. Mal gucken, ich habe morgen glaube ich nicht so viel Zeit, aber morgen nochmal auf jeden Fall. Wo bist du denn jetzt endlich drin, ne? Das regnet hier nämlich. Wir haben dieses Leuchtfeuer eh, ne? Das ist halt. Ich raste da jetzt auch eiskalt dran. Nein, so, hast du irgendeine Feuerwaffe? Ja. Die Frage ist auch, zählt rasende Flamme als Feuer? Und zählt schwarze Flamme als Feuer? Ich probiere das mal eben an so einer Hand hier aus. Hier gibt es doch irgendwo welche. War denn hier die erstbeste Hand? Ich sitze halt gerade am Feuer, ne? Ja, aber die Gegner resetten ja nur, während du dich hinsetzt. Mhm. So, hier ist so eine Hand. So, hier. Nee, man braucht tatsächlich echtes Feuer. Oder vielleicht Wahnsinnsturm? Ja, also sie hat auf jeden Fall gebrannt. Du kannst sie auch auf die Handwurzel einfach hauen. Also das Wahnsinnsfeuer scheint zu funktionieren. Die Hand ist verbrannt. So, wir haben uns ja noch gar nicht umgesehen, oder? Wir sind ja nur durchgerannt bis zum nächsten Mal. Durchkämmt die Wüste. Das ist ein Garten, Sir. Mit Händen drinne. Ach, guck mal, das ist mir nah. Sir? Ich rette dich. Ach, Sir ist okay. Dafür, dass sie so ungöttlich aussieht, ist die erstaunliche Resistenz gegen Heiligenschaden. Gottlos, meinst du? Ah ja, warte mal, ich hatte doch einen Plan beim letzten Mal, fällt mir gerade so ein. Deine Frau in der Hand. Ja, aber ich brauche noch mehr Dings. Ach, Dings ja, Steine. Ja, Schmiedesteine, ich wollte doch hier doppelwoppen. Habe ich dafür genug Poison, beide auszurüsten? Hier gibt's noch ein Item. Hier gibt's ein Handbuch des Schimmersteinmetzes Nummer 6. Aha. Sechste seiner Linie. Ach, ja. Ja, das. Mit der Falle drauf! Ah! Achso, das sind die Rüstungen. Aha, die waren das. Tja. Arianische Albinaurik.
Siehst du, die Waffe, die ich hier habe, die wiegt ja auch gar nichts. Ich meine, es ist quasi ein Laserschwert. Was soll es auch wiegen? Was, Karianscha Albinaurik? Ja. Ach hier, tatsächlich. Gezaubert. Blutgrinser ist Albinaurik. Oh. Schön, dass du hier die Fallen auslöst. Ich glaube, hier in der Ecke hinten. Du gibst mir Stand 3. Naja, gut, wenn man noch ein paar Waffen hochbringen möchte. Kann man mal mitnehmen. Ich glaube, mein Dexter hat mittlerweile 6 Waffen oder so, zu denen ich immer durchcycle, je nachdem, wo man gerade ist. Ich mich aber nicht entscheiden kann, welche jetzt irgendwie die geilste ist. Ach, siehst du, man sieht das ja sogar, wo die Waffen, wo die Fallen sind. Da ist so ein kleiner Dolch im Boden. Ja, na, wo bist du jetzt hin? Noch draußen wieder? Nö, da hätte man auch hier von der Mauer springen können. So. Oh, gut, das ist, keine Angst, ich tank das für dich. Ah, ganz viele Hände. Oh, das ist jetzt vielleicht wieder der falsche Moment. Nein, ich wurde umgeworfen. Was macht denn das hier so viel Damage? Das sind ja noch kleine Hände, ah! Oh, ich werde sterben, ne? Ich will nicht sterben. Oh nein, der Obelisk von Not. Oh, das macht 400 Schaden. Alter! Was? Eigentlich sind es ja nicht wirklich Hände. Ne? Ich meine, sie sehen ja so entfernt aus wie Hände, weil das hier irgendwie dieses große Handthema gibt, aber an sich. Au. Oh, ich bin doch tatsächlich erfolgreich eine Hand ausgewichen. Haha! Du bist Schmiedestein 2? Du bist Schmiedestein 2? Hier beim Brunnen gibt es noch ein Item. Oh, zwei große Hände. Ich komme. Warte, ich hab hier was. Fuck. Alter! Gut, dass du sie gerade aufhältst, weil ich werde hier nämlich gerade anscheinend perma-stunt, so wie es aussieht. Achtung. Der Fähiger. Okay, ich glaube, hier Wahnsinn gegen die Viecher zu zaubern, ist jetzt eher nicht so das Ding. Ich hätte gedacht, dass wir über den Karian-Wesen leichter durchkommen. Die großen Hände sind schon einfach fiese Mobs, was soll man sagen? Hm. Du geschmierst schon 2, ja. Ich bräuchte hier nochmal. Guck mal, hinten gibt es einen Mana. Oh ja, das ist gut. Nice. Hey, war kein Mana. Nee, war's gar nicht. Naja, darauf. Den Schock trinke ich trotzdem erstmal durch. Ich wusste gar nicht, dass es so Zauberspruch-Dingens-Drop-Viecher gibt. Also, war mir nie so bewusst. Wahrscheinlich habe ich mich mal umgehauen. Was macht denn das Eiswappenschild? Ist das ein 100% Schild? Nein. Das ist eine große Hand. Moment, ich werde das. Lasst mich zum Volk sprechen. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, das war gut. Das hat ganz gut funktioniert. Also, hier waren noch zwei, die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe noch einen Estus. Jetzt brauchen wir langsam einen Restore hier. Möchtest du? Also ich kann dich auch gerne, ich kann dir auch nochmal Regeneration geben. Achso, ne, Mana ist das. Ich hab halt baller mal alles für den Drachenspell raus. Ne, ja, guck mal her, ich hab hier so ein. Du hast übrigens noch eine Hand gefunden. Ja. Ich hoffe, das war jetzt auch der richtige Zauber. Ja, das war der Heal. Deine Gammelhand, so. Ach, das ist auch zwei Herber. Hier muss ich öfter herkommen. So, hier am Brunnen waren wir ja gerade. Ist auf der anderen Seite noch was? Na, hier sehe ich noch. Ist noch so Dings mit Gegenständen. Ja. Ich komme! Gibt es dazu eigentlich irgendwie Lore zu diesen Händen? Ja. Außer, dass die hier halt irgendwie einen Typen mit zu viel, weiß nicht, Langeweile gehabt hatten? Ja, die sind halt da. Die fänden die Bäume. Ja. Oh, das war dein Feuer, sehr gut. Das sind diese kleinen Anfangsfeuerbälle. Die sind jetzt nämlich nützlich, weil es geht eigentlich nur darum, diese Dinger anzuzünden. Dann sind die selbst gemacht. Ja, ich habe leider nur heiliges Feuer. Dass ich meinen heiligen Zorn umschlage. Übrigens, dieses Schwert sieht voll gut aus mit diesem Buff. Ja, jetzt kommen wir noch hoch, glaube ich. In die Richtung, und da sehe ich noch ein Item. Zum Beispiel. Ah. Das System waren wir wahrscheinlich auch nicht. Ich sehe aber noch zwei Items. Hier ist eine große Hand. Die Finger von, ja? Drin. Hinter uns. Noch eine Hand. Oh Gott.
kleine Hände sind schon mal tot. Ach, da vorne ist die große Hand. Oh. Ist da noch eine kleine? So, dann mal hier. Einmal die rasende Flamme aufschießen, die kostet ein bisschen mehr Mana. Aber irgendwie der Flammeneffekt? Au, au. Gleich tot. Haben wir jetzt zwei große Hände rausgesucht? Drei. Drei! Ach, ist doch ein Klein, ne? Rückzug, dann. Alter! Ah, das sagst du so leicht! Ich stehe hier in allen Händen! What a crease. Toll. Darf erstmal einen Keks. Ist verhandelt. Hm. Wollte jetzt einen schlechten Witz machen. Mir ist keiner eingefallen. Nur im Englischen zumindest. Wenn man das Ding hier macht, 112, 244 plus ein bisschen was und das Ding macht, ach, ist das nervig. Das Ding ist sogar mit seinem plus 8 besser als das andere Ding. Ach, das ist der bisher bei. Das ist eine große. Ich kann den. Ja. Ich kann dir übrigens nur dieses Dings hier empfehlen. Doppelschwer, Mana und Live-Rack. Das wird leider umfangreich ineffizient. Das Ding. Und die kann man tatsächlich staggern. Ganz viele Hände. Überall. Fried. Darauf ein Estus. Ah! Ich habe tat Dinge. Was ist ein Durcheinander? Ah! Ein Durcheinander? Jetzt habe ich das gefunden. Aber ich habe doch hier. Das hat doch hier nicht relativ. Haha! Gut. Hey, you heal? I do. Hilfe des Fürsten? Ja, Hilfe des Fürsten. Nee, warte mal. Hilfe des Fürsten war was? Soll ich hier noch hochgucken, wer hier noch wohnt? Das war der Falsche, komm zurück. Ich muss Gunst des Segens zaubern. Das war Hilfe des Fürsten. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich glaube, die macht einfach nur Gift weg oder so. Weiß ich nicht. Irgendein cooler Buff. Hier waren wir doch schon, oder? Nee. Wir sind irgendwo durchgerannt, um hinzukommen. Haben wir. Große Hand! Ah! Not again, please. Okay. Wenn man zu gierig ist, wenn man aufs Live-Rack wartet, ne? Ja, Mann. Gar nicht cool, gar nicht cool. Was ist denn hier? Die Ecke? Oh, nix. Du lässt es immer so klingen, als würde es da übel den geilen Stuff geben und dann kommt da ein. Nichts hinterher. Kann man die Viecher eigentlich vergiften? Also reagieren die da? Ja, oder so. Oh, ich habe irgendwie mehr getroffen, als ich wollte. Ja. Nein. Oh, das war sehr gut, warte. Bist doch schon tot, Hand, hör auf rumzulaufen hier, also wirklich. Also, wenn man irgendwie Dunkelschmiede. Wenn man irgendwie Dunkelschmiedestein. Warum höre ich eigentlich nur mal dich schreien? Was, mich? Wieso mich? Ne, ich höre dich mal schreien mit diesem. Wenn du diesen Zauberspruch machst. Bleib. Oh, das ja. Die verrückte Hand. Der ist weg von mir. Bin doch schon bei. Jetzt muss doch. Jetzt hat er schon gezaubert, dann kann man nicht mehr. Der Wahnsinn war schon in dir. Ja, nee, Dunkelschmiedestein 2, also wenn wir davon noch so ungefähr 100 bräuchten. Wüsste ich, wo wir sie kriegen könnten. Ich weiß, wo man es kriegen kann. Wie spawnt der Scheiß? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, das Ding ist, du brauchst halt immer nur so eine. Das ist schon ein bisschen obszön, wie viele von den Viechern hier rumrennen. Ja. Hier ist noch ein. Oh. Aber die Großen sind eigentlich gar nicht so das Problem, wenn man. Noch Mana hat. Ne, ich meine, wenn man weiß, wo sind und man die Kleinen voll getötet hat. Achso, jetzt soll ich natürlich deine. Ich würde gucken, wie man die abfolgen, wie man die absticht. Ah! Da hinten ist noch eine große.
Es gibt, in den Bergen gibt es noch eine Bosshand. Achtung, das denkst du? Also die ist kein Boss, sondern die ist einfach nur noch mal größer als die hier. Ist ein bisschen scary. Von Gott, sehr schön. Fuck. Ich hab mich selbst verwarnt, sind. Das kostet übrigens noch Mana, habe ich gerade gelesen, ja, im Ladescreen. Das war mir gar nicht so bewusst. Au. Ich dachte immer, das kostet einfach nur... das kostet nur Leben, aber anscheinend geht einer noch Mana dabei drauf, wenn man den Wahnsinn verfällt. Ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch. Der ist schon zu intelligenten Handlungen fähig, wie der rumschreit. Oh ja, wunderschöne Rovafrüchte. So, dann haben wir jetzt zumindest den ersten Garten hinter uns, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wir alles mitgenommen haben, also wird schon passen. Ich denke doch. Jetzt sind wir hier durchgerannt wie sonst was. Es gibt hier noch einen NPC, der letztes Mal habe ich den nur schreien gehört, wie gestorben ist. Ich weiß nicht, ob man den irgendwie retten kann. Mit Urkaria erscheinen. Ja, ja, okay. Wollten wir nicht noch irgendwelche Gemälde suchen? Dieses Bild haben wir nicht gefunden. Ja, wir müssen das Rätsel hier noch finden, glaube ich. Ja, genau. Du kannst nämlich da oben hin, also jetzt wenn du nach Westen guckst, da oben, da, also da war schon alles tot, dann da habe ich dann irgendjemand schreien hören. Ich weiß aber nicht, ob man den Typen retten kann. Dann lag da halt nur eine Leiche. Ja, ja, da kommst du hin. Ja, du kommst da oben rein, über die Klippe kannst du da runterspringen. Da ist ja, so ein, so reinkommen tust du da, aber der Typ war halt schon tot, wo ich da war. Der war nicht tot beim ersten Mal. Ich glaube, der musste vor Rannis Quest hin, das ist nämlich ein Händler. Hm. Er könnte sein, dass der eine Träne gedroppt hat, ja. Muss ich mal kurz. Danke, dann mal zu. Ja, genau das. Was habe ich gesagt? Träne, ne? Mhm. Ja, Träne war falsch. Heute gibt's eine, aber falsch. So, haben wir gerastet? Nee, war? Nee. Dann lassen wir ja noch durchgehen. Können wir alles mitnehmen. Oh, eine geisterhafte Armbrustbolzen. Geist. Also beim ersten Mal wurden wir hier, glaube ich, ganz schön abgefuckt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, hier glaube ich nicht, aber eins weiter. Ja, da sind wir einmal gewiped hier. Ups. Dann nicht. Tschüss. Hier sind doch irgendwie ganz dumm noch welche erschienen. Wir hatten ja auch durch Zufall direkt den richtigen Weg gefunden. Ja. Hinter uns sind gerade Geister erschienen. Er ruckelt da irgendwie vor sich hin. Ich habe leider keinerlei Fernkampfwaffen. Yeet. Gegen Geister müsste doch eigentlich eine heilige Waffe besser sein. Obwohl die andere Waffe ist auch heilig. Warte mal. Nur halt nicht gar. Ich hab den Geister-Speer 3000 hier. Gerade parat. Bei Wacker. Ich glaube, die Geister sind nicht Feuer da. Die spawnen tatsächlich erst, oder? Wollte eine schlechte Ausrede haben, um dieses Ding casten zu dürfen. Das so lustig aussieht. Da hast du halt vor allem noch ausgerüstet. Ja, ist gut, das Spell. Der hat voll viel Schaden. Der voll aufgeladen. Ja, aber kostet auch deinen kompletten Mana-Balken. Nö, von 3 Stück machen oder so. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Ja, und hier ist auch... 143? Hm, ist gar nicht so viel. Ich glaube, hier müsste noch mehr erscheinen. Guck gerade. Ah, hier. Ah, ja. 156. Ist abgestürzt. Das ist sehr schade. Ich habe Mana dafür gekriegt. Schlecht für ihn. Das ist okay. Gut für uns. Ja. Oh. Oh. Das macht guten Schaden. Gute Sache. Armbrustbolzen? Hier. Ich meine, macht den hinteren. Tja, mein Freund, das ist die unblockbare Klinge. Sind das Geister von Kuckucksrittern? Ja. Ich meine, die werfen ja auch diese Kuckucksteine mit sich rum. Oh. Warum erscheinen die denn alle erst auf dem Rückweg? Was ist denn mit denen? Oder kommen die einfach unendlich nah? Da ist noch einer. Bringen sie sie? Ja doch, also sie bringen zumindest Mana, wenn sie sterben. Nicht so viel zumindest. Oh. Alter Jungs. Ich glaube, das hört hier nicht auf. Wo sind immer andere? Ich habe keine Ahnung. Hey, ist das hinter uns ein Ritter? Mach du mal den vorne. Ist auf jeden Fall eine Falle. Gehst du die wieder meisterhaft? Ist noch mehr Ritter hinter uns gespawnt, aber. Oh. Ich glaube, wir brauchen mehr Glauben. Vorne ist noch einer. Jo. Oh, die können was droppen. Der hat einen Kuckucks. Ah, das ist ein Kuckucksritter. In Account of, he droppte Kuckucks-Soldaten Schulden. Hinter uns ist. Alter. Du machst das schon nicht, mit meinem Schwert.
Ja, das hast du ja gut hinbekommen. Ja. Ich kann noch ein Item. Hopp. Kann man hier noch runterspringen? Aber hier waren wir schon. Ja. Nee, waren wir nicht. Hier. Nee, das ist der Innenhof. Nee, hier waren wir noch nicht. Rechts runter waren wir noch nicht. Da unten sind mich Hände auf einer. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Kommt man da so hin? Lass mal kurz gucken, ob hier vielleicht eine Gnade ist, weil dann können wir da einfach runterspringen und sonst wieder hochpowern. Hier ist eine Gnade auf jeden Fall. Hier kommt nämlich gleich der Abschnitt mit den Terrorwölfen, wo ich gleich mal gucken kann, ob ich mir Laterna beschwören kann. Die du. Mom. Ich würde mich dann tatsächlich auch mal setzen. Ja. Dann lass mal noch zurückgehen, oder? Dann gucken wir da, ob es da was gratis gibt noch. Oh ja, mindestens eine Sache. Ja. Hast du da vorne eine Feder dran? Also vorne hin? Das ist, glaube ich, nur so ein Metallding. Bügel. Aber in Form einer Feder, ja. Eine Metallfeder? Kick an. Ja. Dass du mit den Dingen überhaupt noch was siehst. Klar, damit. Na gut, das ist halt. Dann sag ich wieder Vollmaske. Schlitze. Wird ja wohl reichen. Was, damit ich einen Magier und ich habe. Ach, du siehst durch deine Magie, ja. Hast quasi ein Overhead-Display. Ja. Eine Feuerbrille eigentlich, der Helm. Ah ja. Das gute alte Heads-Up-Display. Jo, doch, ich glaube, ich war ja schon mal. Ich kann mich so gerade an nichts erinnern, aber. Ah ja, der Hände ist. Du bist viel zu weit weg. Ernsthaft? Come again. Wie? Ein sehr mächtiger Spell. Außerdem, wenn du nicht zielst, sondern nach oben, einfach nach oben guckst, in den Himmel. Es gibt eine Urumi, ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist bestimmt nicht mit Glauben skalierend, aber. Das ist die Urumi, glaube ich. Diese Waffe aus extrem dünnem, flexiblem Metallkling wird für den Nachfolger kriegen, wie eine Peitsche benutzt. Allerdings lässt sich die Peitsche mit scharfen Klingen auch als Speer einsetzen, um Gegner zu durchbohren. Bitte was? Ey, das klingt voll cool. Das ist eine Maiden. Ja, die wahrscheinlich aus Noxella, oder? Weil das ist ja auch denen ihre Waffe hier. Guck dir mal, schau mal her, was das Ding kann mit dem schweren Angriff. Bing! Ist voll geil, wenn man die Geschicklichkeit hätte. Würde ich nehmen. Ja. So, ach so, eine Maiden meinst du? Ich dachte, du meinst die Schwertjungfern, aber. Die sieht so ein bisschen anders aus. Wogegen waren die empfindlich? Blitze? Probieren wir es aus. Blitze, das ist. Du bist immer noch zu weit weg. Das Ding ist offen, das macht weniger. Oh. Gut. Ich würde sagen. Hätten wir das ja auch geklärt. Angriff, aber es waren keine Bomben. Es war ein Blitzer. So, und jetzt sind wir. Geht's hier lang? Nein, ich dachte, ich hätte gerade noch Hände gehört. Da, achso, da oben klebt die große Hand. Die hat vorhin so rumgenervt. Wo kann man hier auch noch rumkraxeln? Das ist ja die Außenwand hier. Ich glaube hier. Das war alles. Ein Schmiedestein 3. Da haben wir die ganze Arbeit. Die Dinger kann man sich nicht gewöhnen, so eklig wie die Knarren sind. Sieht nicht springbar aus hier, oder? Es ist absolut springbar, aber es bringt nichts. Weil guck mal, jetzt sind wir halt hier und nun was? Jetzt sind wir wieder im Innenhof. Das ist nämlich der Ausgang hier. Da ist der Eingang. Oh Gott, Hand. Denn, Hand habe die doch mal. Ja. Das war gar nicht so schade, wie ich das gerne hätte. So. Gut. Denn hoch nach obere Ebene des Anwesens, würde ich sagen. Ja. Obere Ebene. Ja. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich Laterna beschwören kann. Braucht man hier noch irgendein Item, um mehrere Leute an dich zu rufen? Oder kann man generell nicht Leute rufen und einen Geist sich holen? Warte, ne? Also das ist mir schweinekalt ist hier, Mann. Dann dreh doch deine Heizung hoch, du alter Schwabe. Schieß auf, Moment. 3. Tja. 5. Okay, da ist der Riesenhund. So, nothing interesting happens. Arrrr! Okay, ich kann generell keine Geister rufen. Ach, schade. Ja, das sind die Terrorwölfe und wenn du Laterna beschwörst, kann zähmt die das Vieh und setzt sich da irgendwie drauf. Geht doch. Komm her, Doggo.
Die haben mir tatsächlich damals relativ viel Arbeit gemacht. Noch verflucht Tanke, die Boys. Die sind auf jeden Fall... Ich glaube, die nehmen nicht so viel Schaden von Heilig. Ach, Quatsch. Ich brauche dringend ein Schild ohne Weapon-Art. Lol. Ach, verdammt. Jetzt ist es weg von der Klippe. Ich wollte ihn runterschubsen. Mhm. Goldene Sort, yay. So, wir können hier auf jeden Fall erstmal links gehen. Jo. Kommen wir nochmal da rein. Das habe ich auch mega spät erst gefunden hier. Nee, aber das war ein weiter. Hier unten sind nämlich nochmal Töpfe, aber wir müssen, glaube ich, woanders lang. So, wo kann man nochmal runterspringen? Da war es nicht hier, sondern woanders? Nee, das ist doch hier. Was war denn das? Also man kommt auf jeden Fall runter. Offensichtlich sind ja keine Gegner. Also hier sind so ein paar Kanten. Ich probiere das mal. Wenn nicht, sehen wir uns gleich wieder. Goodbye, my friend. Ja, es war, glaube ich, doch woanders. Ich glaube, da vorne. Also wir müssen noch einen weiter. Ich muss zurücklaufen zu dir. Damit ich nicht geterrorwulft, ja. Beißt werde. Geterrorwulft? Terror. Ja. So, ich resette die einfach schon mal. Hm. So eine kleine Bisswunde, die macht dir doch nichts. Eigentlich müssen wir nur den rechten Wolf nieten, weil der andere ist jetzt auch irgendwie egal. Ja. Der Wolf der Gleichgültigkeit. Oh ne, der nimmt mehr Schaden als die Hände, glaube ich, von dem Weapon-Art. Seit wann hast du diesen Laser bei? Achso, warte, ich muss ja mein Zeug wiederholen. Schwert. Ne? Mein Schwert. Schon länger. Bis das erste Mal hier waren. Hm. Ja, was dir noch fehlt, ist der kontinuierliche Zauberspruch. Den würde ich ja gerne mal sehen, zusammen mit der Mana-Träne. Das würde mich ja doch noch interessieren. Hast du dich doch jetzt mit diesem Wolf angelegt? Baden geschickt. In Steinen Meer. Weißt du, dass die mögen kein Wasser? Weißt du, wie so ein Hund stinkt? Wenn er nass wird? Na gut, dann stinkt er vielleicht danach nicht so doll. Oder zumindest erst in ein paar Tagen. Was war hier noch? Hier war doch noch so ein... Ja, davon war noch so ein Wolf. Genau. Er schläft jetzt einen sanften Schlaf. Wie viel Reichweite hat? Ich mach dann so ein Speer hier. Ey. Lol. Ja. Lasert. Ja, nicht so beeindruckend sein Laser, muss ich ja sagen. Der kommt durchs Fell irgendwie nie durch. Ich mag den Laser. Ja. Laser. Ja, er sieht großartig aus. Ja. Irgendeiner von den Endbossen kann übrigens diesen scheiß Laser, den auch diese Dämonenprinzen gekonnt haben in Dark Souls 3 in Ringed City. Ja. Und es ist saunervig. Ach, hier war das, glaube ich. Wo man da hinkam. Ist immer noch blöd, dass man nicht einfach hochspringen kann, sondern sich dann an die Leiter ranklemmen, so wie in jedem guten Shooter. Wo es irgendwie eilig ist. Oh, ich glaube, das hier war nur die Abkürzung, dass du halt dich nicht direkt mit dem Türsteher rumärgern musst. Du hast noch Magiefett unten, wenn du noch willst, an der Seite. Oh, nö. Lass mal. Ja, was bringt denn das jetzt? Jetzt stehe ich hier irgendwie vor zwei Wächter. Nee, doch, warte mal. Hättest du außen lang gekommen? Hätte ich. Dann komme ich gleich mal wieder. Ich glaube, er mag dich nicht. Wirkt für mich auch so. Wie reagiert denn der eigentlich auf Wahnsinn? Hat der Scharlachfeuer? Nope. Ne. Also Wahnsinn ist ihm relativ egal, Wahnsinn, sag ich mal. Ich glaube, deine Scharlachfäule sitzt, ja. Habe ich noch zwei Mana drin? Naja, da ist er noch ein. Alles passt schon. Der Mars, ja! Was? Hab ich das denn gedacht? Achso, das ist noch ein AOE. Ich könnte ihn natürlich auch einfach im Nahkampf hauen, das ist bestimmt wahrscheinlich sogar besser. Wie Schaden macht denn das? Oh. Das hat durch Zufall seinen Kopf mitgetroffen. Hättest du auch noch irgendwie weitergegangen? Achso, wir hätten springen können. Eine legendäre. Oh, eine epische. Ja. Ja. Achso, sein Schwert. Ja, das droppt er immer. Mhm, genau.
Ja, das skaliert ja bestimmt mit Weisheit. Ja. Na, aber sowas von. Weiß, wer hätte es gedacht? Also diese zwei nervigen Pagen, und dann bin ich auch ein, zwei Mal gestorben, wo ich hier solo lang musste. Ja, weil sie den Colt bei haben. Ja. Myth and Weapon. Aber... Wollen wir den... auch wenn man, da lang läuft und dann halt einfach zwei kommen. Gut, er hat zum Glück darauf verzichtet, hier irgendwie mit seiner Dings rumzuballern, mit seiner Armbrust. Insofern habe ich das gerade so noch überlebt. So, hier müsste irgendwann die Ritterin kommen, oder? Ja, ich glaube, aber gibt es hier noch irgendwo Items? Ah ja, komm mal. Auf jeden Fall gibt es diesen Seitengang zu den Dings. Okay, genau, hier war die Ritterin, dann machen wir die erstmal nicht, dann laufen wir die Scheißtreppe am besten nochmal hoch. Goldene Rune 4, wow. Genau, dann können wir nämlich hier erstmal runterspringen. Ich glaube, wir kommen auch nicht wieder hoch, also wir müssen wenn dann sowieso resetten. So, wie war denn das jetzt hier? Ah, du musst da springen. Boah, das... Ja, das ist übel der Abfuck. Geht voll. Geht eigentlich zu mir, Jese. Das warst du, der denn diese Renntaste hat. Ich muss hier Rollen gedrückt halten zum... Ich glaube, ich hätte einfach das Katzenamulett anziehen können. Ganz viele Töpfe hier. Weil du mit Bauern-Eingabemedien spielst. Was? Das ist ein super Eingabemedium hier. Das ist die 20th Anniversary Edition. Ich nehme gar keinen Schaden davon. Au, au, au. Der arme Topf. Er mag das. Die Töpfe mag ich auch nicht, weil man sie nicht staggern kann. Scherben eines lebendigen Gefäßes. Was auch immer man ein Dach ausbauen kann aus den Scherben eines lebendigen Gefäßes. Was haben wir hier noch Schönes? Hey! Bei Töpfen gibt's. Siehst du, Mount Gamien rückt ja näher, ne? Wir haben diese Feuertöpfe gesagt, schon seit 30.000 Spielstunden nicht mehr benutzt. Also, wir könnten eigentlich mal wieder. Ja, weil wir jetzt. Weil wir die guten nicht haben. Warte mal, ich hab die noch in der Schnellleiste. Moment. Oh, gar nicht so schlecht. Ja, die sind eigentlich voll okay, die Dinger. Man musste nur jeden nach dem Fall ein bisschen neu craften, das ist ein bisschen nervig. Skalieren die mit irgendwas, die Dinger? Oh, Moment. Ja, mit Stärke. Warum skalieren die mit Stärke von allen Dingen? Auch noch Kristallwurfpfeile. Die kann ich auch noch rumwerfen. Also, du könntest gerade. Badewasser haben, müssen wir eh Badewasserbosse machen. Das Badewasser? Ja, es gibt so ein Item, was so eine blaue Soße auf den Boden wirft. Wie das ist, würdest du Badewasser irgendwo einlassen. Das kann ich eigentlich ganz gut. Das ist nicht nur der eine Magie-Zauberspruch, der diesen blauen Nebel macht, den die anderen Viecher auch machen? Diese Host of Mages, oder wie die immer die heißen? Kann sein. Die machen ja auch diesen Effekt. Das ging hier noch weiter runter, das ist ja noch nicht vorbei. Okay, gerade rum, wo man hier lang kann. Hier sieht es ziemlich tödlich aus. Ja, Ostseite geht's weiter. Ah, da liegt noch eine Leiche auf einem der von diesen Verteidigungsstellungsdingern, Türmen, wie auch immer. Mauerstücken. Wenn's wie du willst. Aha. Balbinaurix hier? Nee, Töppe. Noch schlimmer. Noch schlimmer? Töpfe Teil 2. Ja, die großen sind schon ärgerlich, die Alexander-Größe. Die Merchants wie Dragon. Bin mir nicht sicher, ob was zu schätzen weiß, dass ich mit Töpfen tot werfe. Er hat es so gewollt. Gut. Hätten wir das hier geklärt. Schmiedestein 3. Warte mal, Schmiedestein 3 ist voll gut. Den brauche ich. Hier? Fleischklops. Was hier? Schmiedestein 3. So, ich glaube, das war's jetzt. So, gehst du noch weiter runter? Nee. Doch, doch. Auf das ist mich. Da kommt noch auf ein Stück drauf. Ja, es geht noch ein Stück weiter runter hier, und zwar hier, zack. Flop. Flop. Ach genau, das hatte ich vorhin schon gesehen aus der Entfernung. Ich habe mich gefragt, ob das... Genau. So, dann haben wir es dann aber auch durch hier. Kriegst du... Oh. Die ist super. Sind wir wieder hier, oder was? Mal Eingang. Ah ne, es ist Sample. Was kann denn die Kriegs... Also, gibt es hier auch ein Heilig? Dann wäre ich interessiert. Nee. Schade. Wenn dann das mal hochporten, möchte ich dir mal zeigen. Ja.
anwesend. Die ist nämlich echt cool, die habe ich echt lang gespielt in meinem Corp Run mit Jan und Nilsen bin. Mhm. Kann nämlich ein paar schöne Sachen. So, so. Ja. You will be delighted. Indeed I will. Oh, das reicht sogar. Sehr gut. Nebenbei esse ich meine Kekse. Ja, mach das. So, läuft der Server schon, fragt Bastian. Ja, es ist in der Tat. Richtig, der Server läuft schon. Ich weiß bloß noch nicht wo. So, ich muss Konditionen leveln, weil ich sonst hinten überkippe, wenn ich meine Waffen trage. So, kann ich jetzt diese Rüstung tragen? Oh, immer noch nicht. Kennst du von Manowar das Lied by the power of my sword? Ja. Ich meine, du haust jetzt das größte Schwert ever raus. Warte mal, lass mich kurz, bevor du irgendwelchen Scheiß machst, lass mich kurz gucken, ob man die tatsächlich nicht vielleicht doch auf heilig machen kann. Das geht mit erstaunlich vielen Arschen. Wir haben ja neulich dieses Dings gefunden. Ja, Isaac und so. Hm, wertig kann es auch noch. Wir haben tatsächlich gerade... Ich kann auch Donnerblitze zaubern. Anyway. Fuck. Naja, das kenne ich. Das machen irgendwelche nervigen Ritter immer ganz gerne. Oh, das Ding ist super. Mit 85 in, 1700 Schaden, wenn es voll aufgeladen ist. Geiles Teil. Wir haben ja sogar schon die dümmste, das dümmste Weaponart der Welt haben wir ja auch schon gefunden. Welches denn? Sturmrufer. Sturmrufer habe ich auch ewig benutzt, ja. Am Anfang, wo ich noch Dex gespielt habe. Das ist so behindert, der Scheiß hier, weil das ist ja, das, du kannst nichts machen dagegen, wenn das irgendwelche Viecher können. Es gibt diese Lottrick-Ritter, die natürlich nicht Lottrick-Ritter heißen, aber du weißt, welche ich meine. Die können das alle. Gottrick-Ritter? Ja, die Gottrick-Ritter zum Beispiel können das. Ich weiß gar nicht, funktioniert das gegen Wölfe? Nicht so gut eigentlich. Okay, du hast es schon angekündigt. Was? Ja, dass morgen Dings ist. Was morgen mit der Runde? Nö, ich hab das nur die Nacht vorgelesen. Ich habe das noch nicht geschrieben. Ich habe noch nicht mal getestet, ob es funktioniert. Okay. Weil Bastian schon gefragt hatte. Ja, yeah, es versteht das aber schon. Das wird, glaube ich, so impliziert. Gibt es einen Klingelbeutel-Emoji? Nein, wüsste ich nicht. Verdammt. Warum willst du jetzt da nochmal hoch? Na, weil ich keinen Bock habe, gegen die Gegner zu kämpfen, weil wir jetzt nicht gegen einen Boss kämpfen müssen, der, wenn ich mich recht entsinne, ein bisschen nervig war, weil es ein komischer reitender Ritter war. Ach so. Und wir könnten ja mit Hilfe dieses Weges hier, könnten wir einfach der ganzen Geschichte entkommen. Ja. Fällt gerade so ein, ich könnte neue Töpfe bauen. Was könnte denn gut sein gegen diese Ritter? Ich könnte Frosttöpfe bauen oder Schlaftöpfe. Vielleicht. Oder Grolltöpfe. Was machen denn Grolltöpfe? Ruft rachsüchtige Geister, verbraucht FP. Die ist immer schlimm. Ich habe mal keine. 16 Töpfe haben wir mittlerweile. Vergiftung, tödliche Vergiftung kann man auch machen. Frost. Braucht FP, glaube ich, Frost. Frost braucht kein FP. Ja. Tut auch nicht. Nein. Wollte nicht gegen Gegner kämpfen. Ja. Ich helfe dir. Oh, er hat auch das Schwert. Oh, jetzt nicht mehr. Ist er ein Follow-up? Nein. Es war mir auch lange Zeit nicht bewusst, dass ziemlich viele Zaubersprüche einen Follow-up haben. Fuck, hier ist noch so ein Retter. Erdkämpfer-Tipp. Hab ihn. Ich glaube, ich brauch mehr Ausdauer. Au. Könnt ihr... Ui. Ach, guck mal! Die Rüstung prockt! Ich kriege Reaktion, weil ich Lowlife bin! Mhm. Haha! So, jetzt aber hier hast du den richtigen Heal. Ich habe nämlich wieder volles Mana durch günstige Gegenstände. So, du musst jetzt die Page machen, ich kann leider gerade nicht. Ich muss auf Live-Rack warten. Aber ich könnte zumindest einen Blitz schmeißen. Bin mir nicht. Oh. Ich habe eigentlich 8 Estus, ich weiß nicht, ob wir die wirklich für den Kampf brauchen. Ganz viele Stühle. Wer ist in der Mitte?
es ist. Wer ist denn ja die? Ach, sie heißt tatsächlich Loretta. Okay, gut. Interessant. Ach, das ist nur der Geist von ihr. Also, kleiner Spoiler, du musst nochmal gegen sie kämpfen an einer anderen Stelle. Geister sind vermutlich auch immun gegen Scarlet Rudd, oder? Weiß ich nicht. Einfach nur ein infizierter Dunkelkavallerist. Ich habe keine Angst vor ihr. Also sie kann nicht entmountet werden. Ja, aber ich glaube, Dunkel, das hört sich ganz gut an. Oh, schön, dass das alles auf dich geht. Ja, ne? Hier weit genug weg, dass ich easy es dodgen kann. Also wir haben sie irgendwie gerade gestaggert, aber ich habe keine Ahnung, wo man hier zustechen muss. Das macht doch überhaupt kein Damage. Und das macht Damage. Ja, der ist ziemlich stark auch. Ich mag auch den Spell, muss ich sagen. Ja, warum spiele ich hier eigentlich einen Spellcaster, wenn ich nie irgendwelche Spells werfe? Ah, schon, wir sind im Wasser, ne? Blitze sind auch smart. Ah, ich glaube, es ist ein bisschen spät, um noch was zu machen hier. Der nächste Blitz ist definitiv der letzte. Ja. Also auf jeden Fall, man muss nochmal gegen diese Art von Boss kämpfen. Sie heißt tatsächlich auch Loretta. Und ich dachte, dass die hier einfach nochmal anders heißt, aber das ist anscheinend nur die Entsprechung von ihr. Es gibt sie nochmal in echt. Einmal leveln. Ohne so Geister hatte ich einen. Leveln? Nö, das reicht nicht. Der hat wie viel Seen gedroppt? 10.000? 25. Aber ich geh jetzt mal 50 Kondition hoch. Ich habe immer so wenig Gewicht. 50 Kondition? Ich bin jetzt schon bei 20 und das reicht mir nicht, wenn ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Platten rumrenne. Ich bin bei 21. Ich habe 10 bis jetzt gehabt. Was? Ja. Wie zur Hölle bist du mit diesem Plattenpanzer rumgeraten, diesen Helm? Ohne hinten überzukippen. Die macht alles plus 10 Kondition. Nee, die ist. Na gut, ich. Nix. Der Fairness halber, ich schleppe auch irgendwie zwei Hauptwaffen mit mir rum und ein Schild auf der Offhand, weil ich keinen Bock habe zu wechseln. Also nicht im Menü rumzuklicken. Also gibt es da nicht in diesem Spiel überhaupt keinen Heimatknochen? Weil ich dachte immer, dass diese Fake-Gnaden dafür gut sind, aber die machen das ja nicht. Hier, die Dinger hier. Die kann man auf den Boden setzen und dann einfach hat man eine Gnade quasi, oder? Nein, das machen die nicht. Die zeigen dir den Weg. Das ist wie so ein Findestein. Ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt den Weg zeigen, weil die zeigt gerade woanders hin, wo die richtige Nadel hinzeigt. Also keine Ahnung. Das ist ja voll nutzlos. Ja, wirklich? Ich habe keine Ahnung, wofür die gut sind. Ich habe noch nicht im Wiki geguckt. So, jetzt müssen wir hier hart links abbiegen und wahrscheinlich zu Seluvius rennen, beziehungsweise nicht zu ihm, sondern hier irgendwo runterkraxeln. Ja, Monsieur hier kommen. Monsieur, mit dem habe ich noch eine Rechnung. Ja, aber der ist ja nur 3 Sekunden da. Ich weiß gar nicht, wo man den denn trifft. Der war, glaube ich, bei den Ruinen hier irgendwo. Ja, den tötet man doch nicht hier, oder? Nee, der haut hier ab. Nach Hälfte Leben oder so. So. Ich höre ihn. Er ist irgendwo hier im Süden irgendwo. Warte, ich habe ja, hier aber gerade was anderes. Vielleicht ist der riesige Flügel, die da am Horizont rum. Horizonten. Den würde ich versuchen. Frostnebel. Ja, lass mal den Drachen machen und dann reiten wir die Türme ab, oder? Wir machen den Rani-Quest. Nee, erstmal springen wir irgendwo die Kante runter, um das zu machen, bevor wir irgendwelchen Rani-Quatsch machen. Und dann hoffen wir, dass der Quest nicht verbuggt. Weil das wäre mir recht wichtig, dass Rani funktioniert, weil sonst können wir durch den karianischen Leersand nicht machen. Adula. Ah, du bist ja auch wieder maximal assi. Das ist erstmal schön die Schadafäule wie ein Rauch. Man kann hier, glaube ich, sogar reiten, oder? Wer hat sie immer noch nicht? Das ist erstaunlich scharlachvoll resistent. Oh, er hat ein Schwert. Er hat ein Schwert im Maul. Er hat die immer noch nicht? Doch, jetzt hat er so drauf. Bleibst du hier? Das ist eine ausgenommen. Also wirklich, das ist eine absolute Frechheit, dieses Vieh. So, wo war das hier? Ich glaube sogar genau hier. Da, wo der Stein da vorne ist. Das ist so ein Vieh auf jeden Fall. So ein Mistkäfer. Das ist, glaube ich, nur ein Mana-Mistkäfer. Ich kann jetzt mal Magie schon draufwerfen. Guck mal, der jetzt mit einem Schuss tot. Ja, hier kann man runterspringen. Hier ist es. Na, der. Flop, flop.
Gibt's hier was? Erst gucken, bevor man runterspringt. Okay, dann wohl nicht. Boah. Genau, letztes Mal, wo ich hier war, hat er halt geschrien, dann war, wo ich dann hier war, war tot. Aber ich hatte halt auch schon Rani übel weit gemacht. Ich habe keine Ahnung, wer er überhaupt ist. Ist so ein Heinzel, der da rumheinzelt. Gibt's hier irgendwas Schönes auf dem Dach, außer Gargoyles? Was wäre ein Todspiel ohne 60% Nutzen sind Items? Naja, die Items sind halt nur für andere Leute nutzbar. Was mit dieser komischen Gnadenimitator, ob für der jetzt gut sein soll, keine Ahnung. Aber es gibt halt irgendwie keinen Heimatknochen, das ärgert mich eigentlich eher. Immer sind es die anderen, die nutzlos sind, ne? Warte mal ganz kurz, komm mal kurz her. Okay, nee, ich wollte nur Blödsinn machen, ist nicht so wichtig. Ja, ich bin jetzt da, jetzt macht er einen Blödsinn. Okay, dann komm. Soll ich für die Feier anmachen? Nee. Oder siehst du, so, also, kannst du von hier aus artillerieren? Oh nein. Hui! Ja, zu kurz. Bzw. zu lang eigentlich, ne? Ja. Ah, es ist oder ich mache immer eine kleine. Du müsstest immer einen Meter zurückgehen. Nee, okay, so geht's auch nicht. Eine Mal. Dann müsstest du ungefähr da. Ja, da unten ist noch keine Gegner, aber ich glaube, wenn du hier so stehst, ich mache hier deinen Adjutanten, oder deinen Sekundanten, einfach so mal hier, das Ding auf jeden Fall. Wie ist der? Ja. Er hat getroffen, die Hand ist runtergefallen, aber das war kein direkter Hit. Okay. Du hättest noch so. Geht's. Die Hand ist jetzt aber anders. Sein. Nee, das trifft ohne. Du müsstest ein Stück weiter rechts zielen und ein Stück weiter nach vorne stehen. Okay. Also ein Stück ist so 2 Meter. Hab ich gemacht, ja. Das ging runter in den Hohen. Das war doch was getötet. Das war irgendwas Kleines, aber es hat was gebracht. Okay, das reicht. Mission Success. Ich habe keine Ahnung, was du getötet hast, aber es ist auf jeden Fall tot. Das hat 27 Segen gebracht. Das kann eigentlich nur so ein Tier gewesen sein. So ein Reh oder so, ja. Ach, hier gab es, glaube ich, die karianische Ritterrüstung. Ach, wer ist er denn hier? Diese Puppen. Ach nee, das ist hier so ein. Geht's auf eine Trockenleber. Pidia, ach da. Ja. Ach, er kümmert sich um die Puppen. Ah. Er würde die Puppenlore bringen, was? So, was hat er denn schönes? Karianische. Gegenschlag! Richtig wichtig. Magiekontern. Voll geil. Okay, abgenutzte Karte gibt's hier noch. Will die kaufen? Der hat einen Ritualtopf, der ist gekauft. Himmelstor braucht keine Sau. Ritualtopf habe ich auch geholt. Einfach Karte schwer. Das reicht nicht, wenn einer von uns beiden die Karte. Ach komm, scheiß drauf. Ich kaufe die jetzt aus Fairnessgründen. Wellenklinge. Was kann die denn aus. Gegenschlag wäre noch interessant. Wellenklinge ist, glaube ich, die Waffe von diesen komischen. Ja. Dulfster. So, schon mal. Der war dann irgendwie. Also, die karianischen Ritter hier leben aber noch, ne? Gab's nicht immer noch die Ritter der karianischen Ritter? Ritter der karianischen Ritter? Rüstung der karianischen Ritter, whatever. Kann man ja nicht so irgendeine Leiter runterlassen, war das nicht so? Nee, gell? Nö. Nee. Ja, auch nicht. Ach so, er ist bestimmt gestorben, weil ich mich gegen Siluvius im Schuh geschieden habe, ne? Vielleicht, ja. Na gut, das würde sein, das ist klar, ne? Ich würde wieder zurück zu Loretta gehen. Also könnte ich das Observatorium, weil ich glaube, hier sonst gibt es hier nichts mehr. Nee. Und dann können wir jetzt einfach die Pferde nehmen und immer durch die ganzen Ruinen reiten. Und da gibt es, glaube ich, noch eine wieder Rollstelle, wo man unten in die Ruinen rein kann. Und dann können wir die Türme machen. Hab ich auf jeden Fall. Unbeugsamer Schwur. Aha. Karianischer Gegenschlag. Fluchbernd has left. Ach, das war ja wieder klar, was passiert. Ah. No, Fluchbernd, wieso? Kann ich mal kurz diese Karte angucken? Schwer. Hat die? Was ist die denn? Ach ja, die Karte, ja. So, ich kann jetzt Magie parryen. Ich werde das bestimmt genau nicht einmal machen, aber egal. Aber du kannst es. Ja. Das. Den habe ich tatsächlich gewartet auf die Karriere. Ich würde das immer mal testen. Wächterarmschutz? Abgenutzte Karte, untersuchen mit R. Okay. Schöpfer Wächter in die 3 Armbogen? Stellt Bern. Ein Lichtstrahlen da, okay. Das klingt irgendwie jetzt erstaunlich nutzlos. Ex überhaupt nicht. Okay, gut, ich glaube, das sind 600 Seelen verschwendet, oder? Weil ich kann da auch nichts drauf erkennen auf dem Ding. Melde flugunfähiger Vogel.
Melde auf. Die Federkürze. Mhm. Ist unten bei Adula wahrscheinlich. Und Gemälde Prophezeiung. Ja, okay, also. Drei Stück davon haben wir noch nicht. Es gibt ja eins pro Gebiet. Anyway, ich mach mal Spiel beenden und versuche schon wieder reinzukommen. Ja, dann mach ich mal Pause. Beziehungsweise eigentlich ist es ein wunderschöner Cut für diese Episode. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Elden Swing.